Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 18. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs Fraktion CDU, Bündnis 90 Die Grünen, Juristenausbildungsgesetz, entsprechende Rechtsverordnung über die Juristenausbildung 20/1064 zu 20/626. Vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten und der Berichterstatter ist der hochgeschätzte Kollege Christian Heinz. Zunächst wird er Bericht erstatten und dann wird er sprechen. Bitte schön. Moment, ich muss erst die Erteilung des Wortes zunächst zur Berichterstattung. Der Rechtspolitische Ausschuss hat diesen Gesetzentwurf eingehend beraten und hat eine schriftliche Anhörung durchgeführt und diese ausgewertet. Und nach dieser Auswertung empfiehlt Ihnen der Rechtspolitische Ausschuss einstimmig bei Enthaltung der Fraktion der Freien Demokraten den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. Und ja, auf freundliches Bitten des Präsidenten werde ich auch gleich dann inhaltlich für die CDU-Fraktion Stellung nehmen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute ist ein guter Tag für die Rechtsreferendare in Hessen und für alle, die es demnächst werden wollen. Ja. Denn nach der Beratung im Rechtsausschuss sieht es so aus, dass mit großer Mehrheit, hoffentlich auch hier einstimmig, der Landtag diesem Gesetzentwurf zustimmen wird. Und es wird sich dann zeigen, dass sich der jahrelange Einsatz der Rechtspolitiker in diesem Hause – und ich beziehe durchaus die Kolleginnen und Kollegen auch aus anderen Fraktionen mit ein, die auch in der Vergangenheit dort entsprechende Vorstöße zur Verbesserung der Bedingungen gemacht haben – sich gelohnt hat. Die Vergütung der angehenden künftigen Volljuristen wird deutlich in Hessen verbessert. Das Leben gerade hier im Ballungsraum wird deutlich einfacher möglich in diesen 2 Jahren auf dem Weg zum Volljuristen. Was mich ganz besonders freut, ist, dass diese Verbesserungen auch breit getragen werden. Das Referendariat hat für die Juristen ja schon eine sehr, sehr lange Geschichte. Als kleinen Exkurs auch zu dieser späten Stunde möchte ich nur erwähnen, dass auch hier im heutigen Hessen schon der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe im Jahr 1772 als Referendar am Reichskammergericht in Wetzlar tätig gewesen ist. Der eine oder andere kennt das. Und zu dem genauen Rechtsverhältnis und der Vergütung findet sich relativ wenig in der Historie. Aber zumindest zu bundesrepublikanischen Zeiten und auch schon davor, schon zu Weimarer Zeiten, war es üblich, die Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf zu beschäftigen. Das verpflichtet diese jungen Personen in ganz besonderem Maße und gibt ihnen auch schon ein Gefühl dafür, wie es ist, im Staatsdienst zu sein, mit allen Vor- und Nachteilen. Und in Hessen, um auch unsere eigene Position vielleicht in dieser Frage noch einmal herauszuarbeiten. Wir waren mit die Letzten in Gesamtdeutschland, die diesen Rechtsstatus damals abgeschafft haben, nachdem es fast alle anderen Nachbarländer auch schon getan hatten. Hat Hessen damals wegen dem übergroßen Ansturm und der Knappheit der Plätze sich und auch der begrenzten Haushaltsmittel in den Nullerjahren sich auch entschlossen, diesem Weg zu folgen. Was mich aber ganz besonders freut, ist, dass wir jetzt das zweite Land in der Bundesrepublik sind, die Zurückkehr zum alten Rechtsstatus und auch die volle Vergütung angelehnt auch an die angehenden Lehrerinnen und Lehrer wiederherstellt. Sie wissen alle, Politik ist immer ein Verteilungskampf um endliche Ressourcen. Das gilt auch innerhalb einer Regierung, aber auch innerhalb eines gesamten Parlaments. Diese Verbesserung kostet Geld, kostet durchaus einen stattlichen Betrag an Geld, fast 6 Millionen € jedes Jahr. Aber wenn man es zusammenbindet und auch abwägt mit anderen Interessen, die dieser Landtag zu berücksichtigen hat, dann sollte es uns das wert sein. Und an dieser Stelle will ich auch sagen, wir haben uns auch noch mehr vorgenommen für diese Wahlperiode. Es geht nicht ums Geld allein. Die Ausbildung soll auch qualitativ weiter verbessert werden. Das betrifft dann Ressourcen für Arbeitsgemeinschaften, Klausurenkurse und einiges mehr. Wir können aber auch feststellen, dass so schlecht die Situation für Referendare in Hessen bislang auch nicht ist. Jedes Land hat verschiedene Dinge, wo man noch lernen kann, was noch besser machen kann. Auch schon zu meinen Zeiten war es im Referendariat so, dass es über den Rhein in Mainz keineswegs besser war als hier, sondern damals waren schon die Referendararbeitsgemeinschaften dort zum Teil doppelt so groß wie hier, beispielsweise am Landgericht in Wiesbaden. Es gibt aber andere Dinge, wo wir durchaus auch bundesweit schauen wollen, was man dort noch besser machen kann, was Arbeitsgemeinschaftsleiter und anderes betrifft. Da haben wir uns noch einiges vorgenommen, das sagte ich schon. Und wir betrachten es, wenn man das alles zusammenbindet, diesen Schritt als einen notwendigen und wichtigen Schritt zur weiteren Stärkung des Rechtsstaats. Der heutige Gesetzesbeschluss, der jetzt ansteht, ist da ein weiterer kleiner, aber auch wichtiger Baustein zu. Denn die jungen Juristen, die wir als Land ja ausbilden zu fertigen Volljuristen,
die sind zusammen mit vielen anderen, mit den Vollzugsbediensteten, mit den Rechtspflegern, dem Verwaltungspersonal, den Richterinnen und Richtern und Staatsanwälten, diejenigen, die ja künftig dann auch das Funktionieren unserer Justiz oder überhaupt der Rechtspflege allgemein, dann auch häufig auch als Rechtsanwälte, jeden Tag in diesem Land gewährleisten sollen. Diese jungen Menschen haben unsere volle Unterstützung verdient. Dafür setzen wir uns ein und werben für die Annahme des Gesetzentwurfs. Herzlichen Dank, Herr Heinz. Nächster Redner, nächste Rednerin. Für die Fraktion der Sozialdemokraten ist die Kollegin Heike Hofmann. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich muss an dieser Stelle doch mal etwas Wasser in den Wein gießen, Herr Heinz, denn es ist natürlich sehr einfach, erst sozusagen etwas wieder einzuführen, was man fälschlicherweise abgeschafft hat. Und wir haben damals schon darauf hingewiesen, dass es ein großer Fehler ist, wenn Sie den Beamtenstatus auf Widerruf bei den Rechtsreferendaren abschaffen, und zwar aus vielerlei auch damals benannten inhaltlichen Gründen etwa, dass die Rechtsreferendare ja den staatsanwaltschaftlichen Sitzungsdienst etwa wahrnehmen. Aber wir haben damals schon auf die Risiken und Gefahren hingewiesen, dass wir als Justizstandort Hessen attraktiv bleiben müssen für den juristischen Nachwuchs und nicht auf einer Insel der Glückseligen lebt, wo nur Hessen um Rechtsreferendare sozusagen buhlt, sondern wir stehen im ganz klaren Konkurrenzkampf mit anderen Bundesländern. Und die Juristinnen und Juristen sind noch mobiler als vor vielen Jahren. Sie suchen sich sehr gezielt und sehr genau auch ihre Ausbildungsstationen und den Ausbildungsstandort aus. Und da ist natürlich die Attraktivität der Ausbildung und der Ausbildungsvergütung von ganz zentraler Bedeutung. Und deshalb ist das, was Sie jetzt als vermeintliche Wohltat umsetzen, eine praktische Notwendigkeit. Weil wenn wir den Justizstandort Hessen nicht weiter pflegen, verlieren wir, und Sie haben es angedeutet, geeignete, hochqualifizierte Juristinnen und Juristen, etwa auch für den richterlichen und den staatsanwaltschaftlichen Dienst, weil sie sich schlichterdings nicht mehr in Hessen bewerben werden, um das mal zuzuspitzen. Und es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Mit dem, was Rechtsreferendare bis dato an Nettogehalt insbesondere bekommen haben, konnte man mehr schlecht als recht, etwa im Rhein-Main-Gebiet, überhaupt nicht mehr leben, gar eine Wohnung finanzieren etc. Also ich muss auch ganz deutlich sagen, dass es auch dem Status des Rechtsreferendars bis dato überhaupt nicht mehr entsprochen hat. Und deshalb ist das jetzt längst überfällig, dass Sie jetzt wieder die Kehrtwende machen und sagen, wir haben ein Einsehen, wir müssen gegensteuern, wir müssen den Beamtenstatus auf Widerruf wieder einführen mit der entsprechenden höheren Vergütung. Und Herr Heinz, Sie haben es angekündigt. Ich hoffe, es bleibt nicht nur eine Ankündigung, sondern dass das ein weiterer zentraler Punkt ist, dass die Ausbildungsbedingungen der Rechtsreferendare verbessert werden müssen. Und da muss ich Ihnen schon einmal ganz klar sagen, da reichen keine Ankündigungen, sondern wir sind auch ein bisschen darüber verwundert und auch verärgert. Alle rechtspolitischen Kollegen hier im Hause, auch die Arbeitskreise der Fraktionen, führen regelmäßige Gespräche mit den Rechtsreferendaren, die ganz konkrete Vorschläge machen, wie die Ausbildung zu verbessern ist. Ganz banale Sachen, das hatte ich schon bei der ersten Lesung mal vorgetragen, eine Handakte in der Verwaltungsstation, dass man sich einfacher sozusagen mit einer vorbereiteten Akte mit Material entsprechend auch auf die Prüfung vorbereiten kann. Dann natürlich, wir wissen, dass an vielen Gerichten Ausbilder fehlen, weil auch die Richterschaft hoch belastet ist. Wir haben zum Teil ja Belastungsquoten an den Einzelgerichten. Wir waren jetzt als Arbeitskreis erst beim Landgericht in Darmstadt. Belastungsquote bei der Richterschaft weit über 120%. Und wenn Sie diese hohen Belastungsquoten bei den Richtern haben, dann sagen wenige nur noch on top, übernehme ich auch noch eine sozusagen Referendararbeitsgemeinschaft. Da müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen, meine Damen und Herren. Applaus
Und ich sage deutlich, zu einer guten Ausbildung gehört, dass das Ausbildungsmaterial in Einzelfällen verbessert wird, aber dass auch die Ausbilder selber zur Verfügung stehen, dass sie hinreichend qualifiziert sind und entsprechend fortgebildet werden und motiviert sind, auch Referendare auszubilden. Und ich kann nur sagen, da haben Sie noch einiges nachzubessern. Und deshalb, Herr Heinz, sage ich deutlich, nicht nur ankündigen, sondern endlich umsetzen. Das wäre eine wichtige Maßnahme. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Hofmann. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Wilken für die Fraktion der Linken. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir begrüßen den Schritt, den wir mit diesem Gesetz tun, werden ihm dementsprechend auch zustimmen. Auch wenn das jetzt ein Lob für die Korrektur eines Fehlers ist, ist es nicht minder herzlich gemeint. Aber eins möchte ich doch auch noch einmal ganz deutlich sagen. Der Zungenschlag ist zwar heute nicht gefallen, aber in der damaligen Ankündigung und in der ersten Lesung mussten wir das hören. Damit haben wir noch nicht erreicht, dass die klugen Köpfe an die hessische Justiz gebunden werden. Beileibe nicht. Herr Heinz, ich habe mit Freude Ihre Ankündigung gehört, und Sie haben wahrscheinlich auch gehört, dass ich Ihnen da sofort Zustimmung zugerufen habe. Aber wir werden Sie auch daran erinnern, dass die Ausbildungssituation sich deutlich verbessern muss, dass im Vorbereitungsdienst die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen deutlich verbessert werden müssen. Da kommen junge Menschen hin und denken, sie kommen in eine Behörde aus dem letzten Jahrtausend. Da ist veraltete Technik, da ist eine Überlastung in allen Arbeitssituationen. All das müssen wir anpassen, damit das wirklich erreicht wird, dass wir die klugen Köpfe in der hessischen Justiz halten können. Sie haben uns an Ihrer Seite, wenn wir auch die Arbeitsbedingungen verbessern und nicht nur, das nur wirklich in Anführungszeichen, jetzt an der Einkommenssituation dieser in der Ausbildung befindlichen Juristinnen etwas verbessern. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Wilke. Nächste Rednerin ist die Kollegin Schardt-Sauer für die Fraktion der FDP. Ach du Gott, so groß. Werter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, entsprechend den netten Aufforderungen in der Nachbarschaft versuche ich es knapp zu machen und trotzdem das Alleinstellungsmerkmal der Freien Demokraten bei diesem Tagesordnungspunkt kurz zu erläutern. Wir Freien Demokraten begrüßen Maßnahmen, die die Juristenausbildung verbessern. Ich sage die Juristenausbildung, die Qualität, und das ist ein sehr zentraler Begriff für uns. Die adäquate Vergütung, das war damals auch schon bei der Abschaffung der Verbeamtung ein Thema. Adäquate Vergütung ist nicht vom Status abhängig. Adäquate Vergütung kann auch an Angestellte erfolgen. Eine Verbeamtung und damit eine Kehrtwende der seinerzeitigen Entscheidung lehnen wir ab. Der monetäre Einsatz, um Rechtsreferendarinnen und Referendare für eine Juristenausbildung beim Land Hessen zu gewinnen, halten wir nicht für das richtige Mittel. Denn man muss schon differenzieren. Das primäre Ziel muss sein, möglichst viele Volljuristinnen und Volljuristen für den Landesdienst zu gewinnen. Es ist natürlich klar, mehr Netto vom Brutto, das ist erst einmal attraktiv. Aber eine Verbeamtung bringt zum einen nicht nur Vorteile, so eine private Versicherung, je nachdem, es gibt inzwischen viele Referendare, die verheiratet sind mit Kindern, auch nicht nur primär ein Vorteil. Vor allen Dingen ist aber die Zahl der Referendare ist nicht unser Problem in Hessen. Wir haben jede Menge Referendare. Und zu glauben, dass diese Referendare, die ja im Übrigen auch nur auf Zeit verbeamtet sind, dass die deswegen
im Landesdienst aktiv bleiben, das greift, und das war damals schon Beweggrund, und die Lage hat sich eigentlich eher zugespitzt. Und deshalb sagen wir, ist das nicht der richtige Weg, weil man auch sieht die finanziellen Auswirkungen. Und insoweit, entgegen der Zurufe aus der geschätzten parlamentarischen Nachbarschaft, es geht schon um ein paar Euro, das muss man hier auch einmal sagen. Das sind 2019 1 Million und ab 2020 jährlich 5,4 Millionen. Und wieder die Frage, wofür? Für uns ist viel wichtiger, und das ergibt sich, glaube ich, für viele der Kollegen, die sich mit den Einrichtungen der Justiz beschäftigen, die alle sagen, die Kollegin hat die Gespräche mit den Referendaren angesprochen, die sagen, die Attraktivität der Ausbildung, vor allen Dingen eine zeitgemäße Ausbildung, eins, dann reden wir über Arbeitsplätze in der Justiz. Gucken wir uns doch bitte einmal die Gebäude an. Wir haben eben über die Fixierung gesprochen. Wir reden über Amtsrichter, die im Wochenendbereitschaftsdienst arbeiten. Das sind Baustellen, derer wir uns annehmen müssen. Nicht aber die Frage, wie wir die hohe Zahl von Referendaren finanziell besser ausstellen. Ich glaube, in der Zielsetzung sind wir absolut d'accord, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir alle Antworten finden müssen, gemeinsam. Und selbst wenn, ist auch das nur ein Mosaikstein für einen modernen, leistungsfähigen Rechtsstaat, wie wir der hohen Zahl an Juristen, die im Landesdienst allein aufgrund der Demografie in Ruhestand treten werden, Staatsanwälte, Richter an den Amtsgerichten, wie wir da Antworten finden. Wir meinen, die Steigerung der Attraktivität des Justizdienstes selber, dass das wieder ein attraktiver Beruf ist, dass das ein tolles Top-Gebäude ist, dass ich in der Bekanntschaft sagen kann, ja, ich bin Richter. Das ist sozusagen das Erstrebenswerteste. Und das hat nichts mit der Verbeamtung zu tun als Referendar. Wir sagen, das Geld könnte man viel besser in die Qualität der Ausbildung und Attraktivität des Justizdienstes investieren. Und deshalb werden wir dem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. Nächste Rednerin für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN ist die Kollegin Förster-Heldmann. Frau Kollegin, danke schön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vieles ist gesagt worden. Ich wiederhole es aber noch einmal. Es bedeutet einfach, na klar, ich finde es schon wichtig, das eine oder andere vielleicht noch einmal in einem anderen Kontext zu betonen, gerade nach der Rede der Kollegin von der FDP. Weil ich finde nicht, dass wir jetzt über einen Punkt reden, wo sich eigentlich ich sage mal, fast das ganze Haus darüber einig ist, dass es der richtige Schritt ist, einen Teil in der Ausbildung der Rechtsreferendare zu verbessern. Wir alle sind, ich gehe mal davon aus, wir alle sind in regelmäßigen Kontakt mit den Vertreterinnen und Vertretern der Rechtsreferendare und haben deswegen Anteil an deren Ausbildung, an den Mängeln oder sozusagen, wie sie Mängel wahrnehmen. Und das ist ein Ergebnis aus diesen Gesprächen, und dieses Ergebnis ist gut. Und ich will überhaupt rauslassen. Okay. Ich finde nicht, dass man das besonders hervorheben kann, sondern ich finde, das ist eine Selbstverständlichkeit, die wir jetzt wieder anpassen müssen. Das ist eine Gemeinsamkeit, die wir heute beschließen können. So. Also, ob das mehr Netto vom Brutto ist, ob das die Tatsache ist, dass wir darüber versuchen, junge Juristinnen und Juristen an den Staat, an diese Ausbildung zu binden und einen Zugang zu finden zu dem Dienst Staatsanwälte und Richter. All diese Dinge spielen eine Rolle, aber ich finde, man sollte einfach ganz nüchtern einhergehen. Es ist ein wichtiger und richtiger Schritt, den wir heute beschließen, und mehr eigentlich auch erst einmal nicht. Was aber nicht stimmt, dass ich diesen Schritt, Herr Wilken,
abhängig mache, sozusagen, wird dadurch der Juristen, also der Beruf des Richters oder des Staatsanwalts, der Staatsanwältin, der Richterin attraktiver? Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Sondern ich glaube, dass jemand, der ein Engagement dafür findet und in seiner Juristenausbildung merkt, das könnte der richtige Weg für mich sein, der muss an der Stelle auch richtig vergütet werden. Und mehr oder weniger beschließen wir heute nicht. Und was damals 2002 passiert ist, Frau Hoffmann, das interessiert uns heute auch niemand mehr. Ich meine, es waren bittere Zeiten damals, da gebe ich Ihnen vielleicht recht, aus meiner Wahrnehmung. Ich war damals nicht dabei. Aber es handelt sich hier weder um Symbolpolitik noch sonst irgendwelche anderen Dinge. Lassen Sie uns ganz einfach nüchtern diese Anpassung machen. Die Referendarinnen und Referendare freuen sich darauf, das weiß ich. Und viele, die heute bereits Juristen sind in irgendwelchen Staatsämtern oder Nichtstaatsämtern, sagen, ja, das macht ihr genau richtig. So, und deswegen beschließen wir das jetzt. Herzlichen Dank, Frau Wörs-Heldmann. Bevor wir es beschließen können, darf ich aber noch die Staatsministerin Köhne-Hörmann bitten, zu uns zu sprechen. Frau Staatsministerin, bitte schön. Aber doch, Tim, noch mal. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, es ist ein guter Tag für Referendare, aber es ist auch ein guter Tag für den Rechtsstaat in Hessen. Und deswegen will ich noch einmal daran erinnern, Frau Kollegin Hoffmann, damals haben alle Länder in Deutschland das Referendariat nicht mehr im Beamtenverhältnis durchgeführt. Und wir sind nun das zweite Bundesland und das erste Flächenland, das diese Geschichte wieder umdreht und nun die Rechtsreferendare wieder zu Beamten macht. Das ist ein riesiger Schritt, weil die kleineren Länder haben viel weniger. Und deswegen ist das heute ein guter Tag, wenn man über Nachwuchsgewinnung redet. Es gibt eine deutliche Erhöhung der Bezüge, und wir haben auch viele Nachfragen von Referendaren aus anderen Ländern. Das zeigt schon, dass auch die Ausbildung von der Qualität abhängt. Wir haben spannende Verfahren. Und Herr Wilken, ich habe den Eindruck, Sie waren in den letzten 20 Jahren in keinem einzigen Gericht. Was Sie erzählt haben, das spricht davon, dass Sie keine Besuche machen und sich nicht informieren. Alle arbeiten inzwischen mit Computern. Es ist eine technische und Infrastrukturausstattung, die Sie nicht kennen. Und deswegen sind die jungen Leute nicht nur an spannenden Themen interessiert, von Wirtschaftskriminalität über Zentralstelle für Internetkriminalität und andere spannende Themen, sondern an einer modernen Ausstattung, an modernen Gerichten und an engagierten Ausbildern, die wir auch in Hessen haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der letzten Legislaturperiode haben wir die Ausbildungsvergütung zum Beispiel erhöht. Und, Frau Kollegin Hoffmann, Sie waren ja damals noch rechtspolitische Sprecherin, das wissen Sie auch ganz genau, haben wir dafür gesorgt, dass auch online für die Referendare, die ausgebildet werden, das kostenfrei zur Verfügung gestellt worden ist. Und insofern davon zu reden, dass wir uns nicht um beides kümmern, die Ansätze sind schon in der letzten Legislaturperiode gelegt worden, und natürlich werden wir da weitergehen. Frau Staatsministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Die Frage soll ja schnell gehen mit dem Beschluss gleich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will noch darauf hinweisen, und das interessiert die Referendare auch, dass ja nicht alle Referendare verbeamtet werden können, aber wir jedenfalls die Erhöhung der Bezüge auch für diejenigen vorsehen, die sich in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis befinden. Und dabei werden nicht nur diejenigen Referendare verbeamtet werden, die ihren Vorbereitungsdienst nach Inkrafttreten des Gesetzes antreten, sondern auch diejenigen, die zu diesem Zeitpunkt in der Anwaltsstation, die noch nicht abgeschlossen haben, und denen das ermöglicht wird für den Vorbereitungsdienst, wenn sie einen Antrag bis November stellen. Das finden die auch spannend und interessant. Die Stellungnahmen waren ausschließlich positiv in den schriftlichen Stellungnahmen. Und ich will darauf hinweisen, dass mit dieser Initiative der Verbeamtung wir im Bereich der Juristenausbildung ein attraktiver Standort bleiben. Es ist richtig, wir haben jetzt schon viele Referendare, die ausgebildet werden, mehr als andere Bundesländer. Und wir möchten beim Wettbewerb um die besten Köpfe dafür werben,
dass die jungen Leute zu uns kommen und am Ende auch im öffentlichen Dienst landen. Letzter Satz. Die besten Ehrungen der letzten Jahre belegen, dass die besten Juristen nicht in den Kanzleien landen, sondern in der Justiz. Das heißt, wir sind immer noch attraktiv. Und wenn wir diesen Schritt weitergehen, dann muss es einem um den Rechtsstaat in Hessen nicht bange sein. Ganz im Gegenteil, wir sind gut aufgestellt. Und das tun wir für die Nachwuchsgewinnung, Verbeamtung der Referendare. Herzlichen Dank, Frau Staatsministerin Köhne-Hörmann. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Und ich bedauere es auch. Und ich komme zur Abstimmung. Wer für die Annahme des Gesetzes ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Dann haben wir das so einstimmig. Oh, bei Enthaltungen, ja, das ist die Brille. Also ihr habt dagegen gestimmt bei der FDP. Ja, wunderbar oder auch nicht. Also jedenfalls Dankeschön. Nein, das war anders gemeint. Dankeschön für die Abstimmung. Damit ist der Gesetzentwurf in den Rang eines Gesetzes erhoben. Herzlichen Dank.